Moin Leute, zurück zu einer weiteren Folge auf der Hermannseck. Heute hat uns der Händler einen schönen 724, also 72X 280, also die gechippte Version von 724, zur Verfügung gestellt mit dem Jensacker. Und mit denen wollen wir uns jetzt mal auf den Weg machen. Steigen wir mal ein in die gute Stube. So. So, ist alles. Und die Dachluke auch. Oh, mal los. Und ja, jetzt wollen wir dahin. Bis Nacken. Umfrost ist noch. Deutschstämme habe ich umgelagert. Boah. Machen wir uns mal auf den Weg. Klimaanlage läuft. So. Müssen wir rückwärts hinfahren. Aber ist ja kein Problem. Motto. Mal noch eben durch. Oben kommt auch noch eins. Wenn man eben hier ein bisschen auf der Straße. Bisschen schnell. Gucken wir mal, die Bäume hier fällen können. So, bauen wir mal das gute Stück aus. Hier mal Stützen runter, ja, so. Boah. So. Schmeißen wir mal an, das gute Stück, ne? Hier sitzt es gedreht. Radio läuft auch. So, fangen wir mal an. Oh, mal den ersten durch.
So, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, deswegen rede ich ein bisschen weniger. Oh, haben wir den ersten drinnen, der wird jetzt eingezogen. Mal schön mit der langen Seite zum Häcksler, dann geht das leichter. Oh, so geht das, ne? So, wo geht das? Immer reden mit dem guten Holz. Machen wir mal ein bisschen nach. Ja, gucken wir mal die Setzlinge hier reif sind, die Onkel Klaus angepflanzt hat hier. Weil in den stetigen Wald wollte man die nicht rein, aber dadurch, dass die noch nicht jetzt Ernte fertig waren, haben wir 8 Bäumchen aus dem städtischen Wald hier geholt von Hermanns Eck. Danke nochmal an den Förster und auf jeden Fall ein großes Danke am Förster auf jeden Fall, dass er uns das hier ermöglicht hat. Und jetzt zum Häckseln, weil ich extra hier auf unserem Platz hier umgelagert die Stämme. Nicht, dass wir da beim Förster am Wald zu viel platt fahren, auch wenn es noch gefroren ist und so. Aber man muss ja nicht unbedingt alles kaputt fahren, ne? So. Oh, ganz ruhig. Immer ruhig an den Joystick. So. Oh. Steigen wir mal kurz aus. Vergessen, den Lenker runter zu klappen. So. Können wir noch ein bisschen näher ranfahren hier.
Also gar nichts reingegangen. Oh, war nicht nah genug. So, jetzt. So. Raus, Tür zu. Hexen wir mal weiter. Gehen wir hier. Ja, der kleine IAC steht hier auch noch. Falls was daneben geht, haben wir hier noch die Fliegeschaufel. Hier steht unsere Seilwinde, die in Einsatz war. Hier ist das Holz, was wir jetzt noch hacken müssen. Und wir können eins eigentlich ein Stück vorsetzen. Das heißt, wir können in Deutz wieder einsteigen. So, erster Gang rein. Langsam rollen. Ah, ja. Lassen wir den mal kurz laufen. Setzen mal kurz mit den 724 geschippt 280 PS um. Oh, mal kurz das Lenkrad. Sitzt mal kurz gerade wieder. Tür kann ruhig offen bleiben. Stützen mal kurz hoch. Mal auch kurz aus. Jetzt mal ein Stück zurück hier. Ja, so ist doch. So ist optimal. Können wir hier Lenkrad wieder hoch? Lenkrad bitte hochklappen. Genau. Sitz wieder drehen. Kurz raus. Den Deutz ein bisschen heranholen. So, so ist gut. So. Tür machen wir dazu. Und stützen mal da runter. So. Extra wieder an. Und ab geht's. Wenn euch das Video natürlich gefällt, würde ich mich über ein Like freuen und über einen netten Kommentar. Teilt es gerne mit euren Freunden. Schaut auch gerne mal bei mir auf Facebook vorbei, Link in der Videobeschreibung, also meine Facebook-Seite, da kommen dann die Zwischenbilder manchmal zwischen den Videos. Oh, drehen wir wieder die lange Sache zum Hexlein hier. So. Immer ein Stamm nach dem anderen. So. So, jetzt müssen wir mal kurz in Deutsch ein bisschen vorfahren.
Jo. Aber an, kein Problem. Für die Leute, 14,55 ist auch wieder hier. Unser so Wasserfass. So Kühe. Jetzt auch wunderprächtig. Ja, unser so Fahrsilo. Wie sieht unser so Fahrsilo aus? Fahrsilo sieht. Da ist noch genug drinnen, ne? So, wollen wir mal weitermachen? Umleuchten ja weggeklappt. So, weiter geht's. So. Ja. Geht das immer hier hin? Unser Anhänger müsste jetzt, glaube ich, auch voll sein. Dass man hier die Stimme in meinem. So, fahren wir mal den Deutz kurz hier weg. Der ist nämlich voll. Bringen wir erstmal den Deutz immer stehen. Licht auch aus, schont die Batterie. Oh, es muss unser IAC doch noch ran hier. Stellen wir den hier. Springen wir mal rein. So. Ab geht's. Wollte der Hexer schon den IAC-Schaufel nehmen, aber die wollen wir nicht voll machen. Tür wieder auf. Sieht natürlich sehr putzig aus. Von dem Fan lassen wir jetzt auch einfach mal offen. Hier ein bisschen kühles, ne? Ein bisschen schönes Bier. Zollstock haben wir auch. So. Mal, wie wir den hier kriegen. Also. So ist glaube ich ganz okay. Oh. Bisschen verschätzt. So müsste gehen. Sollen wir mal kurz drehen, dass das Ende zum Häcksler hinkommt. Genau so. Perfekt. Absetzen. So. Ja.
Haben wir so ein bisschen mehr mittig backen. Bisschen ausfahren noch. Oh, ein bisschen wieder ein. Ach ja. Freue mich auf jeden Fall auch auf den 19er. Sehen wir mal. Und rein da mit den guten Stücken. So, ich glaube, Anhänger sind sie schon befüllt? Nö. Warum denn nicht? Ich glaube, die Schaufel irritiert den. Probieren wir es mal so. Oder der Anhänger nimmt keinen Hackschnitzel. Aber naja, ich würde sagen, danke zum Zuschauen. Bis dahin, euer Paulus. Ciao.